Seid ihr herzlich willkommen. Eine allgemeine Orakel. Hier sehen wir ein Uhrwerk und diese Uhr bewegt sich nach vorne und bringt immer wieder mal Veränderungen. Und genau das ist hier die Thematik. Welche schicksalhafte Veränderung erwartet dich in die nächste Zeit? Worauf solltest du vorbereitet sein oder was kannst du gerade oder in die nächste Zeit verändern in dein Lebensweg? In diesem Karte sehen wir die Münzen. Die Münzen haben mit Finanzen und mit Arbeit was zu tun. Aber manchmal bedeutet auch natürlich Sicherheit, Stabilität, immerhin vertritt die Erde-Element. Oder zeigt auch die inneren Werten oder Wertschätzung. Dieses Bild erzählt eine Geschichte. Dieser Mann ist sehr fleißig und er kennt sich aus in seiner Arbeit. Aber da kommt immer wieder mal ein Hin und Her. Oder kann auch bedeuten, dass er stürzt in der Arbeit und die Freizeit, sein Privatleben kommt noch zu kurz. Und was zeigen die anderen Karten? Dieser Mann kann dein Partner sein oder dein Wunschpartner. Er stürzt in der Arbeit, hat zu wenig Zeit, etwas anderes unternehmen. Wobei hier im Hintergrund sehen wir die Natur und dieser Weg. Er könnte schon was verändern. Diese Wende kommt auch, weil hier in diesem Bild erscheint sein Gedanke, eine Idee für einen Neuanfang. Und das entspricht seinen Wünschen und Träumen, weil Mond symbolisiert das Innere, die Gefühle, seine Wünsche, seine Träume, seine Sehnsüchte. Aber er ist noch unsicher. Hier, diese Karte kann Leichtigkeit sein, dass er mit Leichtigkeit etwas verändern kann und dann lebt sein Traum. Aber diese Karte kann auch Leichtsinnigkeit auch sein. Er weiß nicht, was richtig ist, macht einen Schritt nach vorne, hat immer noch den sicheren Boden unter seinen Füßen oder stürzt in die Tiefe und verliert seine Arbeit oder verliert Glück oder verliert Anerkennung. Aber er möchte nicht mehr in diesem Zustand bleiben, dass er nur arbeitet und arbeitet und arbeitet. Und hat gar keine Zeit für sich selbst oder für euch beide. Das entspricht nicht seinem Wunsch. Ich würde sogar sagen, bei dieser Karte, dass er zu wenig Anerkennung bekommt für diese Leistung. Sein Wunsch wäre, sein Traum und sein Plan, dass er seinen Gefühlen anschaut und danach handelt und seinen Gefühlen auch zeigt. Er möchte auch bei dir zu sein, die Gefühle leben. Ja, wie geht das weiter? Was kannst du dafür tun, dass er klare Entscheidungen trifft? Hier sehen wir die schlaflosen Nächte und auch die Zweifel. Entweder hast du das Gefühl, dass er schlecht
schläft, weil er grübelt und grübelt und grübelt und zweifelt, ob diese Entscheidung, sein Leben zu verändern, richtig ist oder nicht, kann aber bedeuten, dass dir nicht so gut geht. Und du spürst auch, es kommt Veränderung, muss auch Gespräche da sein, muss auch Entscheidungen treffen, aber du weißt auch nicht, er auch nicht, wie soll das jetzt weitergehen. Was ihr beide braucht für die Sicherheit und Stabilität, erstmal zur Ruhe kommen. Stillstand, guter Schlaf oder Meditation, meditieren darüber, was ist wichtig. Und das erscheint auch in diesem Bild hier, dieses Herz. Das ist die Liebe, aber kann auch die Berufung auch sein, wo er mit Herz und Seele dabei ist. Oder du, ihr beide braucht gerade die Ruhe. Und wie geht es weiter? Hier sehen wir einen Dieb und ein Diebstahl ist nie angenehm, aber in diesem Zusammenhang wird dieser Dieb helfen. Dieser Dieb entfernt Themen. Dieser Dieb entfernt diese Hin- und Hergerissenheit. Dieser Dieb entfernt diese Unsicherheit, was hier auch sichtbar ist. Dieser Dieb entfernt die schlaflose Nächte. Irgendwann auch dieser Stillstand. Dann kommt Annäherung und hier sehen wir schon die Bewegung. Und die Sonne bedeutet diese Ausstrahlung oder mehr Klarheit. Oder er möchte dich sehen, weil die Sonne beleuchtet dich auch und macht dich sichtbar. Und habt ihr die Möglichkeit, einige Dinge klären miteinander. Und Sonne zeigt auch die Ausstrahlung. Ganz anderes Bild, wie hier zum Beispiel, oder diese Zweifel. Also dieser Schicksalsrat zeigt, er arbeitet zu viel, fühlt sich nicht wohl, er hat zu wenig Zeit für dich. Sein Traum wäre, die Gefühle leben. Er hat Ideen, aber er weiß nicht, wie er das verwirklichen soll, hat Angst, die Arbeit zu verlieren und auch Geld zu verlieren. Ihr beide habt schlaflose Nächte und ein bisschen Zweifel. Bleibt im Vertrauen, ihr braucht Ruhe, Schlaf und auch die Liebe leben. Dieser Dieb räumt auf, hilft dann. Und auch wenn das ein paar Wochen dauert, bis 4 Wochen dauert, kommt Erfolg, mehr Bewegung und mehr Klarheit. Auch bei Entscheidungen kommt dann Klarheit. Und das war diese allgemeine Legung, Schicksalsrat, was ändert sich in die nächste Zeit, in dein Schicksal. Das war eine allgemeine Legung, aber es besteht die Möglichkeit, diese Orakel zu buchen. Mein Honorar beträgt 10 Euro, aus der Schweiz 12,50 Euro. Wenn ich Astrologie dazu nehme, dann beträgt mein Honorar 25 Euro bzw. 27,50. Ich arbeite mit vedischer Astrologie. Dann können wir anschauen, welche Lebensbereiche kommen konkret schicksalhafte Ereignisse und wann genau. Und wenn euch dieser Video gefallen hat, mir würde auch gefallen, wenn ihr das liked und meinen Kanal abonniert. Vielen lieben Dank. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Eure Dendera.